Hallo und willkommen. Heute kommen wir zu einem Thema, das eigentlich mein Hobby ist. Mediation. Nein, nein, nicht Meditation, Mediation. Was ist Mediation? Man hört es oft, es gibt sogar Fernsehserien, aber im Endeffekt weiß keiner etwas damit anzufangen. Mediation ist der Versuch von Konfliktlösungen über systematische Lösungswege oder Ansätze. Die Mediation teilt sich prinzipiell in 5 Phasen. Mediation kann man nur dann betreiben, wenn es einen Konflikt gibt, der beiden Parteien bekannt ist, wenn es auf Freiwilligkeit basiert und wenn gewisse Grundsätze gegeben sind, die man braucht. Also ich meine jetzt, die beiden Medianten, die dann sich gegenüber sitzen, sind im Vollbegriff ihrer geistigen Fähigkeiten, haben jetzt nicht unbedingt irgendein Problem mit Alkohol und Drogen und sind soweit auch ihren Sachverstand bewusst und einsetzbar. Kommen wir zurück zu den 5 Phasen der Mediation. Die Mediation beginnt damit, dass jemand einen Konflikt feststellt und sich an jemanden wendet, wie mich. Ich bin Mediator, ich bin Professional Master of Mediation. Und ihm sagt, ich habe einen Konflikt. Wir haben das erste Problem damit, weil der andere, der vielleicht von dem Konflikt betroffen ist, noch gar nicht weiß, dass es ein Konflikt ist, und wir nennen das kalten Konflikt. Wenn wir weitergehen, versuche ich zuerst einmal, ein Gespräch zu finden mit der Gegenseite, unter Anführungszeichen. Wenn das möglich war, dann können wir uns gemeinsam zusammensetzen und eine Mediationsvereinbarung machen. In dieser Mediationsvereinbarung wird festgeschrieben, was ist Ziel der Sache, wie lange dauert es, was kostet es, und dass sich die beiden dazu entschließen, am Ende einen Vertrag zu machen, an dem man sich hält. Punkt 2 der Mediation ist im Prinzip ZDF. Ganz einfach, Zahlen, Daten, Fakten. Um eine Mediation machen zu können, müssen wir mal wissen, um was es eigentlich geht. Ohne Zahlen, Daten und Fakten kann eine Mediation nicht funktionieren. Hier ist der Mediator nur ein Aufschreiber der Tatsachen. Der dritte Punkt ist die Erhellung. Wir versuchen, die Sichtweisen der einzelnen Medianten zu verändern und ihnen klarzumachen, dass es vielleicht Dinge gibt, die sie in dem Konflikt noch gar nicht betrachtet oder gesehen haben. Das ist die längste Phase und auch die schwierigste Phase. Hier werden diverse Methoden eingesetzt. Ich kann Ihnen dann in einer weiteren Folge mal zeigen, was wir da machen. Da geht es jetzt um Aufstellungen und Gruppen, da geht es aber auch um Spiele oder um ganz normales Zahlen, Daten und Fakten streichen und über die Themen zu reden. Der nächste Punkt wäre die Optionen und die Lösungsfindung. Wir sind beim Punkt 4 und der Punkt 4 ist ein ganz wichtiger. Hier werden aus den vorangegangenen Punkt 2 und 3 die Lösungen erarbeitet, gemeinsam, wenn das möglich ist, und es führt zu einer gewissen Konflikterhellung und Klarmachung, dass alles vielleicht doch ein bisschen anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Wenn wir den Punkt 4 erledigt haben, kommen wir zur Mediationsvereinbarung. Das ist ein Vertrag, der rechtlich bindend ist und an den sich alle halten müssen. Mediation setzt man hauptsächlich ein bei Scheidungen, bei Konflikten im Nachbarschaftsbereich, da ist es sogar vom Gesetz vorgeschrieben, oder in der Mediation. Wir haben zum Beispiel Mediationen gemacht bei Hausmietungen, wir haben Mediationen gemacht bei Nachbarschaftskonflikten und natürlich, und das ist auch ganz klar, bei Bauvorhaben. Wenn Bauvorhaben wo sind und sich die Umwelt und das Umfeld eines Menschen ändert, dann entstehen automatisch Konflikte. Nicht lösbare Konflikte fallen in die Konfliktstufen von Glasl zwischen 6 und 9, wo man sich schon selber vernichtet oder wo man anderen Menschen etwas antun möchte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein bisschen länger hat es gedauert, aber auch die Mediation ist etwas, die mit dem Faktor Zeit arbeitet. Wenn wir Dinge ansprechen und dann zwischen den Mediationssitzungen Zeit lassen, können diese wirken. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen für die Mediation begeistern und wenn Sie mehr erfahren wollen, schreiben Sie mir ein Mail oder rufen Sie mich an. Tschüss!